Hallo mein Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Ich bin der Zanto, das hier ist unser Max und mit euch zusammen vielen, vielen Dank, dass ihr wieder reinschaut. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Werden wir jetzt etwas das neue Gebiet erkunden. Und zwar habe ich mir da zwei, drei Gedanken dazu gemacht. Der allererste, ich habe mir hier mal schnell einen Grill hingebaut. So sieht das gut aus. Ich habe auch schon ein bisschen was getrunken. Das Schöne ist dran, hier an der Seite, die Gräser, die geben immer mal ein bisschen Wasser. Deshalb habe ich immer schon mal ein, zwei Tropfen gekrallt. Habe auch schon hier das Getränketeil wieder ein bisschen aufgefüllt. Und kann hier, schaut mal, ne, kann hier auf jeden Fall noch ein bisschen schöpfen. Die Gräser stehen, also die sind hier immer da. Und solange man die Gräser an der Seite nicht abhackt, kann man da relativ schnell an das Wasser rankommen. Das ist schon mal Fakt 1, der ist sehr gut. Der zweite, wie gesagt, hier ist der Grill. Und Fakt 3, ich würde dann jetzt erstmal alles Unnötige, was wir hier erstmal nicht brauchen. Ja, ich konnte es auch wieder nicht lassen. Ich habe wieder ein bisschen Bombardierkäfer hier unten gejagt und so weiter und so fort. Hier die Pilze, die können wir dann auf jeden Fall nehmen zum Essen. Alles andere lassen wir dann hier ein bisschen im Inventar drin, dass wir hier einen kleinen Überblick behalten. Alles andere, wie gesagt, nehmen wir mit. Und jetzt erkunden wir das Gebiet und zwar genau dort, wo wir in der letzten Folge hängen geblieben sind, ganz oben. Ein bisschen was zu trinken haben wir noch mit. Ich habe noch 7 so Pilzteile, habe ich noch gefunden. Hier irgendwo stehen noch welche rum. Ja, wenn ihr seht, hier vorne gibt es noch welche, schaut mal. Und solange uns hier keine Larve oder sowas auflauert, können wir hier immer wieder hingehen. Können ein bisschen was farmen. Ja, und die Assel, die lässt uns ja wirklich in Ruhe. Das heißt, wir können hier immer was wegnehmen, immer mal eine Kleinigkeit essen und dann wieder abhauen. Ne? Kein Problem. Wie gesagt, die Seitenseile, die sind alle in der Mache. Das ist kein Thema. Wir sollten es dann nur, wie gesagt, dementsprechend... Ja, wir müssen dann so noch zusammenholen. Und ich denke mal, wir haben auch schon 60 Stück. Hundertprozentig haben wir uns 60 Stück gemacht. Und wenn alle Strecke reisen, dann könnten wir sogar hier oben unsere kleine Base bauen. Wir haben ja in der letzten Folge mal festgestellt, wenn man hier ein Stück weiter hinterläuft, gibt es ja hier noch so ein bisschen freies Gebiet. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, wenn das hier steht, under construction. Wahrscheinlich ist das dann wirklich so. Sobald wir da drinnen was bauen. Und selbst wenn das hier auf so einer freien Fläche ist. Schaut mal, weil das ist ja wunderschöne freie Fläche zum Basteln. Da könnte man ja ganz, ganz viel, zum Beispiel diese Pilze mitnehmen. Ne? Oder schaut mal, was Wahnsinn, was es hier alles gibt. Lause. Das tut mir echt leid, aber da unten für den Grill, du bist wie gemacht dazu. Und ja, wie gesagt, also da hier nach so einem freien Gelände mal zu bauen, das ist ja wie eine Einladung, ne? Schaut mal. Also das ist ein richtig klasse, geiles, freies Gelände. Da wird bestimmt die eine oder andere von euch, wird sich hier bestimmt nochmal völlig austun. Was ich hier festgestellt habe, es gibt hier leider kein Holz. Gras gibt es ohne Ende, also mit Graswänden kann man ja sehr, sehr viel machen. Wie gesagt, es gibt kein Holz, das muss man sich mitnehmen oder halt dann eventuell sehr, sehr viel Klee. Das Problem ist bei Klee, da brauchen wir auch Holz. Also muss man vielleicht wohl oder übel entweder, ja, entweder mit Gras hier oder man baut sich gleich diese Pilzelemente. Ne, man baut sich gleich diese Pilzziegel, die man ja so fleißig in der letzten Folge auch mit gebastelt haben, vorletzte Folge gebastelt haben, da haben wir ja auch schon 30 Stück oder wie viel wir schon mittlerweile gebaut haben. So, hier unten wird es jetzt wieder gleich ein bisschen dunkel. Hier gibt es noch normalen Pilz, den brauchen wir erstmal nicht, den brauchen wir auch nicht. Das hier würde ich gerne mal hier diese, ich hoffe mir da ja, dass in diesen Netzsäcken irgendwelche Items drin sind, wisst ihr was ich meine? Sind es tatsächlich, ne? Schaut mal. Ja, wir kommen ja dran. Oh, doch, haben wir Glück. Oh, doch, wir sind doch angekommen. Okay, genial. Das sollten wir mal gucken, dass wir den Status ändern. Weil, wie gesagt, Heckenschütze lassen wir drin. Ameisen nehmen wir raus. Und dann machen wir wieder den Barbar rein, würde ich sagen. Jupp. So, und dann hacken wir uns hier mal fröhlich durch die Teile durch. Wie gesagt, geil wäre es, wenn wir halt mal so ein neues Item oder sowas bekommen würden. Dass wir zumindest mal wissen, in welche Richtung das hier ungefähr geht. Au. Na. Hey. Ja, clever von der kleinen Maus, ne? Sehr, sehr clever, immer weggesprungen.
Ach, hier gibt es ja sowieso Pilze. Okay, alles klar. Gut. Ist das ein Quarzit? Das ist nicht euer Ernst. Das ist ein Quarzit, ich glaub's nicht. Was gibt's denn hier alles? Was gibt's denn hier alles abzuholen? Neues Gebiet, ne? Hier. Müssen wir nicht mehr runter zum Bürger, zum Quarzit fahren. Sondern da kann man tatsächlich auch hier... Da kann man tatsächlich auch hier ein bisschen Quarzit fahren. Unglaublich. Ja, ich habe in der Zwischenzeit immer noch keine Quest beim Bürger geholt. Mama. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So, jetzt gucken wir mal. Also. Gibt's nichts, ne? Das ist ein Pilz. Da gibt es hier irgendwas. Hier gibt es mal noch einen schönen Quarzit. Hier oben gibt es nichts so weiter. Ein Kiesel. Hier gibt es wieder. Also Quarzit gibt es hier. Wahnsinn. Gibt es ja wieder wie Sand am Meer. Wir haben schon 20 Quarzit wieder abgefarmt. Cool. Ton gibt es hier. Also hier gibt es Pilze. Hier gibt es Ton. Hier gibt's wirklich jede Menge. Unglaublich. Selbst diese kleinen niedlichen Pilze gibt es hier. Hier unten wieder jede Menge Gras. Da gibt es ja hier. Hey! Du kannst doch nicht einfach meinen Pfeil so weit vordrohen. Das geht aber nicht. Und mein Lieben, ich denke mal, wenn die kleinen Spinnen hier nicht so weit weg sind, dann denke ich mal, sind die großen Spinnen auch nicht so weit weg. Deshalb würde ich erst einmal schauen. Einige davon scheinen irgendwie nicht zu reagieren. Ne? Ich weiß mal nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Schön ist es. Aber wie gesagt, ich kenne es auch anders. So, hier drin gibt es auch nichts, so wie es aussieht. Ne, in dem Blumentopf. Ein Skep oder so gibt es da nichts. Nö, ein Kiesel. Nö, alles gut. Nix. Gut. Dann gehen wir weiter. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass hier vielleicht irgendeine kleine Höhle oder irgendwas ist. Hier ist auf jeden Fall das Fahrrad. Wir sind schon mal bis zum Fahrrad dran, mein Lieben. Wir haben es geschafft. Bis ans Fahrrad haben wir es rangerobbt. Bin langsam hier hin. Das ist ja wieder eine Assel. Okay. Ja gut, dann ne, ist es halt so. Kommen wir da hoch? Okay, was können wir hier? Nee, hochlaufen wird glaube ich nichts, oder? Ich denke, dass es nichts wird mit hochlaufen. Selbst mit hochspringen irgendwie, weil irgendwann wird das zu steil. Ja. Wir hätten auch hier keine Möglichkeit, irgendwie hochzulaufen. Guck ich gerade mal. Nee. Nee, ist echt zu steil. Aber da geht's hoch. Problem ist, doch. Schauen wir mal. Müssen wir mal ein Stück weit hier vorlaufen. Hallo, liebe Assel. Jetzt müssen wir nur mal gucken, außenrum, dass sich uns hier nichts irgendwie in die Quere kommt. Vor allem mit die Teile, die sich hier so durch die Gegend buddeln. Ah, leere Cola-Dosen, das kennen wir ja schon. Problem ist dran, kommen wir hier so hoch? Wie es aussieht, hier nicht. Hier sieht die Sache schon besser aus. Und wie es hier aussieht, nö, hier rennt nichts durch die Gegend. Schaut mal, hier rennt gar nichts durch die Gegend. Und das hier ist das neue Gebiet. Ne? Also wir sind hier mittendrin. Da hinten kommt man noch so eine kleine Steinmaus, aber auch nicht schlimm. Ich würde jetzt erstmal schauen, dass ich hier irgendwie mal hochkomme. Ah, der Rahmen ist garantiert zu hoch, ne? Dann mit hochspringen würde nicht. Ich habe nichts gesagt. Hey, ich habe nichts gesagt. Sollte das so sein, dass wir hier so hochkommen? Okay, das war knapp. Lass mich raten, da gibt es die schwarzen Ameisen, oder? Ja, hier gibt es die schwarzen Ameisen. Oh, und wie viele! Problem ist dran, ich weiß ja nicht mehr, wie ich hier runterkomme. Das ist das nächste Problem. Doch, ich glaube hier. Hier können wir hochspringen.
Ja, schwarze Ameise. Da hätten wir auf jeden Fall mal eine. Die holt bestimmt gleich ihre Freunde, wie es aussieht. Ja, ist ja nicht schlimm. Erholt die sich wieder oder wie sieht's aus? Okay, die hätten wir gekillt. Ich weiß aber nicht warum. Schauen wir mal schnell hin. Ja. Hey, 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 hey. Hi. Zwei Treffer Geschichte, warum das? War ein Crit. Nein. Oh, übel. Okay. Schwarze Ameisen, also Ameisen, also schwarze Ameisen farmen kann man auf jeden Fall hier auf dem Tisch sehr gut. Mich interessiert bloß, was man da basteln kann mit dem schwarzen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen dadurch ein neues Item raus. Ja, wir haben entdeckt einen neuen schwarzen Ameisenkopf. Das ist gut. Herstellen, schauen wir mal. Gibt es irgendwo Stufe 2? Ist alles Stufe 2. Ja, wir könnten auf jeden Fall hier. Das können wir bauen. Brauchen wir nur noch die Ameisen. Das sind die übelsten Ameisen. Schwarze Ameisenschild können wir auch basteln. Vielleicht können wir uns da irgendeine. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. So. Das ist so eine riesen. Genau, das habe ich gemeint. Auch wenn man die noch lange genug kitet, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schwarze Ameisenmandibeln können wir jetzt auch entdecken. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das, dass das so relativ easy geht. Und das hätte ich jetzt, also. Vielleicht noch ein Crit oder so. So direkt ins In Your Face. Auf den Schock würde ich erst mal sagen. Trinken wir mal einen Schluck. Und dann einmal Pilze gegessen, oder? Alter, was für ein Abenteuer. Was für ein Abenteuer hier oben drauf. Schwarze Ameisenbrocken, Ameisenmandibeln, Pfeil und so weiter und so fort. Also von dem hier alles gut. Okay, gehen wir mal weiter. Hier laufen garantiert immer noch Ameisen durch die Gegend. Hier, schaut mal. Mist. Getroffen. Ah. Wie weit hast denn du jetzt wieder meinen Pfeil fortgehauen? Du kannst doch ja nicht immer meine Pfeile forthauen, Mensch. Wie bist denn du drauf? Okay, hier gibt es auch noch welche. Schön, sehr schön. Wo hatten die Ameisen jetzt meinen Pfeil hingehauen? Ohne Mist. Jetzt wieder so ein Teil, so ein großes. Schöner Treffer. Wieder schöner Treffer. Das war ein Crit. Ich wollte gerade sagen, die kam gefährlich nah gerade eben. Okay, wir haben 12 Ameisenbrocken, 4 Köpfe und 5 Mandibeln, oder? Okay, dazu muss ich sagen. Also farmen geht hier gar nicht mal so verkehrt. Das war ein Crit, der ging direkt ins Gesicht. Boah. Was ist denn hier los? Und es wird schon wieder dunkel, meine Lieben. Das war bestimmt Crit. Boah. So ein Treffer, der tut dann schon richtig weh, ne? Wir haben aber eine übel schnelle Respawn-Zeit.
Das ist ja der Wahnsinn. Das sind auch solche Brocken drin. Schaut mal. Solche Minzbrocken sind da drin. Was gibt's hier oben drauf? Milbis. Sind das Milbis? Ne, das sind Staubmilben. Gott, was ist das? Auf was schießen die denn? Alles klar, hier sollten wir nicht sein. Meine Lieben, hier sollten wir nicht sein. Wir sollten hier nicht sein. Wir sollten hier ganz schnell weglaufen. Wir sollten hier nicht sein. Wir verbinden uns. Wow, okay. Boah, was war denn das? Staubmilbenpelz. Okay. Ja, ich meine, ne? Aber was sind das hier für schwarze Brocken? Das würde mich interessieren. Was sind das für schwarze Brocken? Schöne Treffer. Ich meine, wenn wir diese nacheinander so... So wie das aussieht, ist das, ja, trifft uns das nicht so hart, aber dafür die haben auf jeden Fall, also die Viecher denken auf jeden Fall mit, so viel ist sicher. Unglaublich. Was schießen die uns da entgegen? Boah. Ey, was? Es ist ja nicht normal, ich bitte euch. Wie es aussieht, sind das auf jeden Fall die Ausdauer, ne? So viel ist klar. Staubmilbenpelz. Was machen wir denn mit Staubmilbenpelz? Unglaublich. Unglaublich. Und was sind das bitte für Brocken? Was sind das hier für Brocken? Das interessiert mich. Fusselklumpen. Was mit einer Stufe 3 Axt? Ich glaub's nicht. Was ist eine Stufe 3 Axt? Boah, jetzt bin ich unglaublich. Okay. Jetzt haben wir ja Ameisenschau weggebombt. Jetzt haben wir ja diese Staubmilben weggemacht, ne? Und so weiter und so fort. Und dann stellen wir fest, dass es hier eine Axt der Stufe 3 gibt. Es gibt hier eine Axt der Stufe 3. Okay, 16:42 Uhr. So. Hammer, Picky. Du hast entdeckt das Dirtbike. Ach so, ja, das ist das. Okay, alles klar. Hier kommen wir aber nicht hoch, schätze ich mal. Außer hier vorne dann. Schöner Treffer. Boah, da gibt es ja zwei. Meine Lieben, die Mandibeln, die holen wir uns. Ihr wisst Bescheid. Und diese Brocken da drin hätte ich auch gern. Wieso hält denn das Ding immer an? Habe ich auch noch nicht gesehen. Wieso hält das immer an? Das ist ja genial. Wir haben noch einen Pfeil. Wo ist er? Ich wollte gerade sagen. Also die Brocken da drin, die holen wir uns auch. Das ist nur eine kleine. Mein Lieben, das ist nur eine kleine. Eine Eiskeps-Pastille. Wir haben wieder was Neues entdeckt. Und zwar jetzt hier die Münzstücke. Gibt 12 Stück. Wahnsinn, was wir hier... Also...
Meine Lieben, was wir hier in einer Folge entdeckt haben, unglaublich. Es ist unglaublich. Oh, die sind sogar blau. Minzstücken. Da haben wir 15, ne 12, ne? 12 haben wir bis jetzt. Okay, alles klar. Hierhin geht es ja noch weiter. Oh, hier liegt man noch ein Pfeil von uns. Das ist schön. Was gibt es denn hier hinten? Das sind Milbis. Das sind die größeren Ameisen wieder, die hier rumlaufen. Okay, alles klar. Okay. Ja, das sollten wir mal Folgendes tun. Schaut mal, wie weit wir hier oben sind. Aber es gibt hier kein Labor. Ach, das ist so... Naja. Haben wir noch ein paar Pilze zur Not zum... Oh nein. Auf Garantie möchten wir uns jetzt nicht mit dir anlegen, mein Freund. Wir möchten es einfach nicht. Kommen wir hier hoch? Ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte mich eigentlich nicht mit dem Ding anlegen. Da ist der Ferne ein bisschen kiten, weißt du, alles kein Problem. Aber so hier mit dem Ding anlegen, das macht es. Wieso setzen das immer ab? Ja, der Platz ist gleich voll. Ja, gut, ist nicht schlimm. Ich denke mal, hier hinten gibt es nichts mehr zu holen. Das Geile ist dran, wir können hier einfach wieder runterspringen. Und dann ist das in das Gebiet von Under Construction und können uns dort wieder zurückhangeln. Also, wir haben jetzt echt viel gesehen. Mein Lieben, also hier haben wir wirklich viel gesehen. Gerade im Fahrrad, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Hier beim Fahrrad geht es hoch. Das wissen wir jetzt auch. Das ist richtig geil. Und ich sag mal, wir machen jetzt auf jeden Fall hier auf den schnellsten Weg zurück, weil... Es geht langsam hier alles zur Neige. Ne? Also, Armbrust geht schon noch ein bisschen, aber zu essen ist nicht mehr viel da, zu trinken ist nicht mehr viel da. Wir müssen auf jeden Fall wieder nachlegen. Und das Geniale ist dran, wir haben jetzt erstmal wieder so viele Sachen entdeckt. Ich sag's euch ganz offen und ehrlich, die würde ich erstmal gern so, würde ich erst gerne mal so im Labor entdecken wollen. Und ganz wichtig, die Punkte dafür abgreifen. Und dann würde ich natürlich auf jeden Fall hier wieder zurückkommen. Wir können uns auch eine Kleinigkeit schon zu essen mitnehmen. Vielleicht die Materialien für eine größere Kiste. Vielleicht. Könnten wir alles schon ein bisschen machen. Ja, hier dann, ne? So. Dann hier so schnell wie es geht. Ihr wisst Bescheid, ne? Und dann hinter zum Pavillon. Und dann hinten am Pavillon, würde ich sagen, tun wir dann die Sachen... Jetzt zuletzt tun wir auf jeden Fall die Sachen entdecken und da bin ich mal gespannt, was da rauskommt, mein Lieben. Also, wir haben jetzt einen Ameisenkopf entdeckt und Minzcaps-Pastill. Wollen wir nochmal kurz gucken, ne? Und dann haben wir auf jeden Fall einen Ameisenkopf, Ameisenmandibeln und so Minzcaps-Teile. Jetzt bin ich mal gespannt, was es da alles gibt. Jetzt bin ich echt mal gespannt. So. Marini, grüß dich, Marini. So, die Ausdauer ist Adler wieder durch. Aber auch nicht schlimm, wir sollten hier vorne gleich, wenn wir an den Seerosen soweit sind. Natürlich war die Euphorie wieder größer wie die Sprungkraft. Genau, hier vorne. Hier vorne sollten wir dann unsere Heimatbasis wiedersehen. Genau. Ja, die Basis möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen vergrößern. Also das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Weil ich finde dieses Thema hier gerade an diesen Seerosen, ich finde das so genial. Ja, jetzt können wir uns aussuchen. Gehen wir trockenen Fußes hin oder geben wir es uns nochmal unter Wasser? Oh, da hinten ist der Koi. Ich hoffe mal, der bleibt wenigstens irgendwie ganz weit unter Wasser, bitte. Ganz weit unter Wasser.
So. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier hochkommen. Absolut perfekt. Mega. So, dann würde ich sagen, zum Ende. Wir haben es geschafft. Das haben wir uns jetzt verdient. Analyseverfahren eingeleitet. Hier gibt es kein Rezept. Alles klar. Gut. Ameisenmandibel. Hier gibt es auch kein Rezept. Wir bräuchten noch 10 Punkte. Und jetzt kommen die Pastel. Ein Minzpfeil. Was ist ein Minzpfeil? Wow, geil. Wir sind aufgelevelt. Wir haben jetzt Level 10. Wir haben keine neuen Rezepte. Es gibt ein schwarzes Ameisenschwert, ein Ameisenschild und eine Ameisenschaufel. Okay. Alles klar. Dann sollten wir doch mal schnell gucken, ob wir das alles haben. Rüstung. Schwarze. Betäubung und schwer. Hört ihr dieses Klackern? Im Hintergrund ist es wieder da. Okay. Ein Ameisenkopf und Ameisenbrocken. Und da bräuchte man Bienenfels. Schlichter schwarzer Samurai-Helm aus schwarzen Ameisenteilen. Gibt plus Betäubung und ist eine schwere Rüstung. Jetzt interessiert mich gerade, wie ist denn unser Helm? Er hat auch, ne, schaut mal, 3,5. Gibt ein bisschen Blockstärke und ist eine schwere Rüstung. Und wie es aussieht, ist das auch eine schwere Rüstung und gibt Betäubung dazu. Alles klar. So, dann machen wir mal Marienkäfer. Marienkäfer Brustpanzer hat die Stufe 2. Der schwarze Ameisenhelm hat auch die Stufe 2. Wow, okay, da gibt es ja irgendwie wahrscheinlich bestimmt nochmal Stufe 3 Teile. Schwarze Ameisenbrustplatte, schwere Rüstung, dichte schwarze Armplatten und Panzerhandschuhe aus schwarzen Ameisenteilen. Okay, ja genau, wäre genau dasselbe. Ne? Spinnenschulterpanzer, perfektes Accessoire für die nächste Insektenjagd. Angriffsausdauer, das ist nur mittlere Rüstung. Bienenschulter ist leichter, aber Bogenbetäubung. Und jetzt hätten wir hier Heuschuppenpanzer, perfekt, perfekter Block und leichte Rüstung. Hier sind die Spinnenknieschoner. Das sind die Marienkäfer und hier sind die schwarzen Ameisenbeinpanzer. Okay, so jetzt gucken wir nochmal die Waffen durch. Ne? Stachel, Speer, rote Ameisenkeule. Ja, von den Keulen her war es das bis jetzt. Insektenhammer, Kieselhammer, mehr gibt es nicht. Insektenachse, hier gibt es dann die schwarze Schaufel. Könnten wir uns schon basteln, meine Lieben. Zuverlässige Schaufel, die allerhand ausgraben und ernten kann. Da könnten wir zum Beispiel nochmal in die Giftzone rein und könnten uns das Stück Kaugummi abgraben, was wir beim letzten Mal nicht holen konnten. Hier gibt es dann den Insektenbogen. Ja gut, das ist ja, ja. Hier gibt es die Minzpfeile. Ein einfacher Pfeil mit minzfrischem Schaden. Okay, 5 Federpfeile, ein Minzstück. Wie viel kriegt man da raus? Interessiert mich mal. Ach ja, das steht direkt dort, 5 Stück. Ne? Federpfeile gibt es zum Beispiel nur 2. Besonders schicker Pfeil, gefertigt aus Teilen von Grätenfäsern. Und ich denke mal, der macht dementsprechend ein bisschen mehr Schaden. Giftpfeil, Stinker, was ist ein Stinkerpfeil? Einem Baumwanzen Gassack getunkt, wo er landet, wächst kein Gras mehr drauf, auf eine unangenehme Giftwolke. Hier gibt es dann die Bratwurms. Das ist ja das, was ich mit euch machen wollte, das rein in den Ameisenbau. Fackel, ja, Schleimpilzfackel, hier gibt es die Fackel Plus. Hier gibt es dann das schwarze Ameisenschild, da brauchst du mal rote Ameisenbrocken und ein bisschen Bärenleder. Ein stabiler Schild aus roten und schwarzen Ameisenteilen. Und dann sollte es doch hier irgendwo Knochendeutsch, Knochendreizack. Und wo gibt es dann dieses, wo gab es dieses Schwert? Habt ihr dieses Schwert gesehen? Ich habe es gerade nicht gesehen. Ah, hier. Hier, das schwarze Ameisenschwert. Saubere Klinge mit der ganzen Kraft von Ameisen. Okay, und das können wir dann wahrscheinlich auch noch aufleveln, oder? Ja, das Ding macht natürlich deutlich mehr Schaden, aber ist voll langsam. Und das Teil ist übelst schnell. Das Teil ist echt übelst schnell. Lohnt sich das aufzuleveln? Ich habe echt keine Ahnung. Okay, meine Lieben, dann gehen wir mal zurück. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal an, wie wir unsere Sachen weiter aufleveln können. Da werde ich mal zurückgehen zur Basis an der mysteriösen Maschine. Ja, ich weiß schon. Es ist unbedingt die Trinkenzeit. Werde ich zurückgehen an der Basis an der mysteriösen Maschine. Und dann werden wir dort mal schauen, was wir da genau benötigen, um die Waffen noch ein bisschen stärker zu machen. Ne? Weil ich sag mal, gegen die Ameisen dort oben, es hätte schon was gebracht, wenn die
Wenn die Armbrust hier, ich habe keine Ahnung, Level 7 oder Level 8 oder ich weiß nicht, wie weit man da aufleveln kann. Auf jeden Fall, es hätte wirklich was gebracht. Ne? Jetzt hat das Ding schon 5,5 Schaden. Ich weiß nicht, wie weit das geht. Aber bis dahin, meine Lieben, ganz, ganz vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge Grounded hier mit unserem Max wieder dabei wärt. Ganz, ganz herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal, euer Zanto. Macht's gut!